Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zur Crash Bandicoot 3 Warped aus der Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ich dachte bis jetzt, dass wir nur noch ein Level vor mir haben oder vor uns haben. Aber das war ein Trugschluss gewesen. Dieser 31. Level ist ein DLC-Level der Crash Bandicoot Insane Trilogy. Den gab es vorher im alten Spiel noch nicht. Im alten Spiel gab es insgesamt 32 Level. Hier in Crash Bandicoot Warped der Insane Trilogy gibt es insgesamt 33 Level, weil zwei Level noch einen Secret-Ausgang haben. Und halt, wie gesagt, diesen Future Tense DLC Level. Der hat es auch in sich. Ich habe ihn schon einmal gespielt. Auch beendet, aber nicht vollständig, wie man sieht, weil ich, eine Stelle übersehen habe, wo man quasi auch nochmal rückwärts gerichtet einen Schalter auslösen musste. Und weil es eine Todesroute gibt, wo ich natürlich hinkommen muss, ohne zu sterben. Und da dieser Level doch sehr lang und nicht ganz einfach ist, ist das so ein bisschen tricky. Deswegen, meinen Fehlversuch lasse ich auch weg, denke ich, soweit. Und wir versuchen es jetzt nochmal vollständig zu machen. Und ich glaube, selbst das wird seine Zeit dauern. Wie gesagt, lang und tricky der Level. Das wird nicht einfach so zu schaffen sein, gehe ich mal von aus. Man kann sich ein paar Stellen, habe ich gesehen, auch ein bisschen einfacher machen, indem man seine Bazooka benutzt, wie hier zum Beispiel. Das war mir entfallen, aber es gibt auch noch ein, zwei andere Stellen, wo einem die Bazooka das Leben doch noch um einiges leichter macht. Aber ich habe in dem Moment nicht so richtig dran gedacht gehabt. Hoppla. Warum habe ich da eine Unverwundbarkeitsmaske hier schon? Oh, wow, 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 wow. Naja. Okay, das war jetzt nicht die schwierigste Passage generell hier der Anfang, von daher. Noch ist alles relaxed und entspannt. So, hier geht's schon los mit der ersten Sache, die ich übersehen hatte. Ich muss mal hier kurz warten, bis ich nicht mehr unverwundbar bin. Sonst gehen die ganzen Kisten kaputt. Hier kann man nämlich nochmal rückwärts springen und hier drüber Sachen erledigen. Das ist schon mal das Erste, was ich übersehen habe. Einerseits ein paar Kisten gewesen mit ein paar Extra-Leben, die jetzt nicht so wichtig sind, da ich eh genug Extra-Leben habe. Ja, und vor allem dieser Schalter da unten, der ist extrem wichtig. Und den habe ich natürlich dementsprechend dem ersten Versuch auch nicht bekommen. Und das ist fatal, zumindest wenn man das hier kistenmäßig alles komplettieren will. ich kann nämlich, ich hoffe, ich erkenne die Stelle gleich. Ich habe nämlich irgendwo eine weiße Kiste gesehen und wusste halt nicht, wie ich die letztendlich mal auslöse, dass ich die entweder mal kaputt machen oder benutzen kann. Und das war halt schlecht gewesen. Am Ende des Levels ist noch ein grüner Schalter, das heißt, die grünen Kisten können mir erstmal relativ egal sein. Jo, hier ein kleiner Roboter, der im Vordergrund steht, der sich in der Scheibe spiegelt. Sehr schöne Idee insgesamt. So. Beim zweiten Mal ist das alles schon ein bisschen übersichtlicher und man kommt ein bisschen schneller voran, weil man natürlich sich solche Stellen erstmal ein bisschen angucken muss und schauen muss, was da überhaupt zu tun ist und wie man da am besten rangeht, um die ganzen Kisten zu kommen. Oh, dieser Doppelsprung war eigentlich so gar nicht gedacht gewesen. Na gut, dann machen wir es jetzt halt in Einzelkisten. So, die drei hätten wir auch. Genau, diese Kiste hier, die existierte nämlich, glaube ich, nicht. Frage ist, will ich jetzt hier nochmal einen Checkpoint mitnehmen? Ja, ich glaube, den nehme ich mal mit. Ich hoffe, es war kein Fehler gewesen. Aber ich meine, hier oben wäre eh auch die Todesroute. Die müsste ja quasi auch nochmal irgendwie als Checkpoint oder so gelten. Oh, ich glaube, die darf man nicht wirbelnd erwischen, aber man kann es natürlich auch einfach so machen. So, sehr gut. Bin ich durchgekommen, ohne Schaden zu nehmen. Und auch die werde ich mal mit der Bazooka runterholen. Da sieht man schon, das sind halt so Stellen, ich meine, die kannte ich jetzt nicht und war mir auch nicht so bewusst, aber das sind halt so Stellen, die dann doch mit Bazooka um einiges einfacher sind als ohne Bazooka. So, was wollen sie hier von mir? Hier hängen noch so ein paar Kisten rum. Mist. Den wollte ich mir eigentlich sparen, aber gut. Hier ist die Todesroute. Auch schon mal gut, bis hierhin gekommen zu sein, ohne ein Leben zu verlieren. Ja, die kenne ich wie gesagt auch noch nicht, weil mir halt nicht gelungen ist, diese eine Schalterkiste da auszulösen und überhaupt hier hochzukommen. Oh, 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 oh.
Crash, warum machst du das? Auch das hier ein bisschen einfacher mit Bazooka. Aua. Vor allem triffst du mich einfach. So, auch ein bisschen einfacher mit Bazooka. Was hat es da mit diesen Kisten auf sich? Brauche ich die? Kriege ich die kaputt gemacht? Die nehme ich mal davon aus. Ich brauche sie nicht, weil ich hier einfach so drüber springe. Aua, wieso? Das ist schon ein bisschen tricky. Hier muss man schon sehr schnell über die Plattform unterwegs sein. Nochmal, um sicher zu gehen, dass hier keine Kisten sind. Das war hier auch schon der Fall gewesen. Hier bin ich vorhin auch zum ersten Mal getroffen worden. Aber sieht mir fast so aus, als wenn ich hier vorne stehen könnte, oder? Ob das bei der anderen Plattform auch der Fall ist? Ein Leben, auch wenn mir Leben relativ egal sind. Die sind mir schon eher nicht egal. Oh. So, hier stehe ich gut. Dann sieht es ja auch so aus, als wenn ich meinen Akku mal behalten könnte. Das wäre eine schöne Lebensversicherung für die eine Stelle da hinten. Aber vielleicht komme ich auch mal drüber, ohne meinen Akku zu verlieren. So, hier ist eigentlich nicht so schwierig. Okay, hier wird schwieriger. Hier kann ich nicht vorne auf der Kante stehen. Jo, es geht definitiv auch ohne ein Leben zu verlieren. Was macht dieses Ding da hinten? Kann ich das runterschießen? Jawohl. Kann ich es auch ganz runterschießen? Nö, aber ich glaube, so ist es nicht mehr so gefährlich, oder? Auf der Explosionskiste kann man Gott sei Dank stehen bleiben. Boah, warum war das Ding denn wieder da? Nachdem man sie einmal ausgelöst hat, wollte ich gerade noch sagen. So, die Kiste hätten wir. Bis wohin fliegen die denn so genau? Kann ich die eigentlich auch von der Seite wegwirbeln? Na, nicht so richtig. War jetzt vielleicht nicht so geil gewesen. Boah. Oh, hoppla, hoppla, hoppla. Jetzt kann ich jetzt wieder ganz von vorne anfangen. Oh nein. Okay, ich muss mir dringend meinen Akku bis zu dieser Stelle bewahren. Aber ist schon nett, dass sie einem hier ein extra Leben verpassen. Theoretisch hat man hier beliebig viele Versuche. Wenn man es schafft, immer zumindest bis hier hinzukommen. Was jetzt nicht so schwierig sein sollte. Upsa, upsa, upsa. So. Bazooka. Dang, 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 dang. Upsa, da gibt es noch Kisten abzuholen. Natürlich habe ich es nicht geschafft, Dreck. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier ein bisschen schneller drüber komme. Sah ja doch so aus, als wenn das Ding eine ganze Zeit lang liegen würde. Aber dafür müsste ich es mal schaffen, mehr diese roten Dinger hier zu treffen. Aber gut, man kommt ja auch so rüber. Puh, nur was wir mit dieser Stelle hier machen, jetzt ohne hier was zu verlieren. Da bin ich doch ein bisschen unschlüssig, muss ich sagen. Hier ist eine kurze Pause drin. Ja, so schon mal gar nicht. Vielleicht eher mit einem schnellen Rutsch.
Aber am besten wäre es echt, wenn ich einfach mal einen Akku-Akku an der Stelle noch hätte. Und bis dahin ist es eigentlich nicht so schwierig hier, muss ich sagen. Aber diese Stelle da zum Schluss, die hat es natürlich wieder ein bisschen in sich. Jo, Akku, Akku. Wie, wo wär's, wenn du es mir einfach mal erhalten bleibst? Keine Option, sehe ich schon. Ah, es könnte jetzt sogar sein, dass ich komplett drauf gehe. Das habe ich dann auch nicht mehr bedacht. So, vielleicht kann ich ja hier einfach mal so stehen bleiben. Oder treffe ich ihn von hier aus nicht? Doch, man trifft ihn auch von hier hinten easy. Okay, das macht es auch mal wieder ein bisschen safer, den abzuschießen, falls ich hier nochmal vorbeikommen sollte. Ach man, zu hektisch gewesen. So, den da hinten kann ich mir eigentlich komplett sparen. Da fliege ich einfach dran vorbei. So, nur was machen wir mit dem? Hätte ich da vielleicht selber einfach noch ein bisschen weiter kurbeln müssen können sollen? Ich weiß es nicht. Ui, das war heiß gewesen. Warum habe ich den jetzt nicht getroffen? Vorhin habe ich den getroffen. Naja, man muss nicht immer alles verstehen. Oh, ich habe es geschafft. Damit sollte jetzt die Chance auch steigen, dass ich diese andere Passage da hinten schaffe. Wenn ich jetzt nicht hier, warum auch immer, in den Abgrund fliege. So. Ach komm, warum? Warum und wo habe ich das? Ey, ohne Witz. Was ist das für eine Dreckspassage hier? Der Anfang hier ist alles relativ easy, nur da zum Schluss der letzte Meter. Der geht mal gar nicht, ehrlich gesagt. Aber gut, ich krieg schon Akku-Akku am Anfang. Ich müsste ihn nur mal richtig nutzen können. Und nicht direkt verlieren, instant. Aber ich glaube, das hier ist auch echt alles nur dank der Bazooka wieder so easy. So, das ging doch ratzifatzi. Stehe ich ein bisschen weit weg für die letzte Kiste.
So. Wo ist die Pause? Ach, guck mal, und jetzt klappt's auch ohne was zu verlieren, ja? Ey, so ein Dreck. Gut, dann kann's ja jetzt im normalen Level weitergehen. Und eigentlich müsste die Plattform ja auch ein Checkpoint gewesen sein, hoffe ich. So, das ist auf jeden Fall der Weg zurück, den wir gekommen sind. Okay. So. Gut, den Checkpoint haben wir jetzt natürlich nicht. Dafür haben wir hier einen Akku. So, ich muss einmal da oben rauf. Das habe ich aber beim letzten Mal selber gefunden. Das war auch nicht so schwierig zu finden, bevor ich dann auf diese Bonusplattform da unten gehe. Die ja auch wieder als Checkpoint dient. Oh, Gott sei Dank. Naja, hier stehe ich ja einigermaßen sicher. Nein! Oh, jetzt kann ich wieder den ganzen Weg... Oh, what the fuck? Der Anfang der Todesplattform war der Checkpoint. Oh nein, Leute, bitte. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Scheiße, hier sind tatsächlich alle Kisten wieder da. Okay, dann sollte ich das doch schaffen, ohne drauf zu gehen. Nochmal. Das ist jetzt echt ein bisschen ätzend. Normalerweise sämtliche Bonus-Stages etc. ist der Checkpoint doch, wenn man rauskommt und nicht, also sowohl, nee, wenn man reingeht, noch nicht mal unbedingt, aber eigentlich, wenn man rauskommt. Ui, das war ein bisschen früh gewesen. Ach, scheiße. Und ich weiß genau, jetzt werde ich es natürlich wieder nicht mehr hinkriegen. Ohne da hinten mit so einer Rakete zusammenzustoßen. Boah, doch, irgendwie habe ich es geschafft. So. Wow, das war auch ein bisschen knapp gewesen. Knapper, als es mir lieb war. Ja, jetzt ist die Frage... Na gut, solange ich einen Akku habe, den muss ich einfach mal behalten. Und es ist eigentlich auch nicht so schwierig, den hier zu behalten. So, hätten wir schon mal den ersten weg. Boah, die Stacheln... halten aber auch lange an. Scheiße, ich hab's schon wieder nicht geschafft. Das ist ätzend. Muss ich da überhaupt noch hin, da hinten?
Oder sind die Kisten von alleine kaputt gegangen? Sieht mir fast so aus, als wenn sie von alleine kaputt gegangen wären. So, ja. Na gut, das hätte ich mir sparen können, aber... Machst du nichts? Na. Ich habe jetzt nicht ernsthaft gerade mit dieser Kiste die grüne Kiste da abgeschossen, oder? Ey Leute, wie kann das sein? So, ist es mir jetzt mal irgendwie möglich, dieses Ding hier vielleicht bis zum Ende mitzunehmen? Diese grüne Kiste da in der Luft, die mich jetzt gerade zuletzt getötet hat, die werde ich eventuell nochmal versuchen abzuschießen, wenn es irgendwie geht. So, das sieht doch ganz gut aus. Okay, okay, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein Akku mehr voraussichtlich. An der Stelle. Wenn ich ihn jetzt nicht wieder aufgrund irgendeiner Hektikaktion oder Übermutaktion wieder verliere auf dem Weg, den Akku hier. Aber ich bemühe mich, das nicht zu tun. So. So, zweiter Akku. Vielleicht komme ich auch mal mit zwei da an. Das wäre echt grandios. Ist eigentlich auch nicht so schwierig, wie man hier sieht. Naja, gut. Vielleicht doch ein bisschen. Naja, immerhin haben wir ihn jetzt. Ich lasse das Ding jetzt einfach vor mir. So. Jetzt sind wir wieder im regulären Level-Rhythmus. Ah ja, diese Geschichte hier war auch ganz lustig gewesen. Naja, und ich habe erstmal nur meinen Akku verloren, weil hier muss man relativ schnell sein, um hier alles zu kriegen. Ja, das war schon zu langsam gewesen. Ich muss nämlich, bevor die Kisten da unten hier diese Passage zumachen, muss ich die drei Kisten hier oben holen und da unten wird auch nochmal eine Kiste automatisch zugemacht. Und da muss man einfach mal insgesamt schnell genug sein. Mit ein bisschen Übung ist das auch gar nicht das Riesenthema. Aber die Übung muss man halt erstmal haben und das muss man halt auch erstmal machen. Zack. So, das war gut. Hier einen kleinen Sprung drauf. So. Das da ist nur halb so wild. Auch eine der Sachen, die ich erst relativ spät... Was heißt relativ... spät gecheckt habe. Ach so, Die wird zu einer Metallkiste. Interessant. Ich vermute mal, wenn ich die als Metallkiste belasse, ich mache es doch so, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe. Wenn ich die zu einer Metallkiste werden lasse, habe ich nachher eine Kiste zu wenig. Und das wäre fatal. So.
So habe ich es nämlich beim letzten Mal gemacht, beziehungsweise jetzt auch nicht ganz so. Ich habe sogar ohne Bazooka gemacht, aber mit Bazooka ist es natürlich ein bisschen einfacher. So, zwei Kisten sind da oben noch. Aber die sollten... Die sollten durch den grünen Schalter zum Schluss ausgelöst werden. Auch in einer Secret-Passage muss man die nicht mitnehmen, da bin ich mir sicher. Ziemlich zumindest. Wopsi. So. Die Stelle war auch noch mal ein bisschen kacke gewesen. Da bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob die nicht beim letzten Mal verbuggt war oder nicht. Zeige ich euch gleich, was ich meine. Auch die Sache, upsa, ich muss mal hier aus dem Explosionsradius raus. Die werde ich mal vorsichtshalber wegsprengen, die Kiste. Zack. 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 Ja, das war ein bisschen ungeschickt gewesen. Weil da hinten kommt gleich noch eins von diesen fliegenden gelben Dingern. Und das kann man komischerweise durch einen Sprung obendrauf nicht kaputt machen. Oder ich konnte es zumindest an der Stelle nicht. Und das hat mich dann doch irgendwie ein paar Tode gekostet, weil ich mir eigentlich sicher war, dass das gehen müsste, etc. Aber irgendwie ging es nicht. Wie gesagt, entweder war es verbuggt oder es ist tatsächlich so gedacht. Ich bin mir da selber nicht so ganz sicher, was da wirklich Tatsache ist. So, so. So, hier muss man auch nochmal einen Moment warten, weil die Fließbänder hier gegen einen arbeiten, beziehungsweise das Grüne da zumindest. So, die machen wir auch nochmal kaputt. Ich habe immerhin Akku-Akku, das ist... Ich habe meinen Akku-Akku gerade verbraucht. Man sieht hier im Spiegel, dass hier im Vordergrund noch so eine Kiste hängt und die kriegt man auf jeden Fall, indem man dieses Viech hier kaputt macht, weil das auf jeden Fall, egal was man macht, in den Vordergrund fliegt. Und dieses gelbe Biest hier, das konnte ich letzte Mal nicht kaputt machen. Und jetzt kann ich es kaputt machen. Ohne Witz, dann war das letzte Mal verbuggt gewesen. Ich konnte es beim letzten Mal nicht kaputt machen. Na gut, so ist es natürlich alles viel einfacher. Drei Kisten fehlen noch. Da wäre Nummer 1. Hier geben sie einen nochmal ein extra Leben. Ja, die Stelle hier, die ist nämlich auch ein bisschen scheiße. Aber gut, mit dem Akku-Akku geht es eigentlich auch. Ja, und ich bin auch letzte Mal komischerweise durchgekommen, ohne was zu verlieren. Obwohl ich es gar nicht in einer gewissen oder in einer besonderen Art und Weise irgendwie koordiniere, ehrlich gesagt. Sondern ich gehe da einfach irgendwie durch. Aber ich glaube, ich habe alle Kisten. Eine hängt jetzt gleich noch irgendwo im Abgrund. Und von daher sieht es doch ganz gut aus. Oh nein! Disch war jetzt zu früh gewesen. Aber die Kiste muss ich, oder das Ding muss ich jetzt auch vorher nochmal kaputt machen. Wow, hatte ich noch einen Akku-Akku gehabt? Hatte ich zwei? Mich wundert es ehrlich gesagt, dass ich das eine Ding gerade überlebt habe, aber da bin ich ja trotzdem in den Abgrund gerutscht. Naja, wenigstens Checkpoints sind hier einigermaßen fair verteilt, wenn man mal von dieser Todesroute da absieht, die mich ja doch nochmal zwei, drei zusätzliche Runs gekostet hat. Ey, sag mal, jedes Mal wieder überraschend, wie lang diese Stacheln von diesen komischen Halbkugeln da anhalten. Ey, ohne Witz, beim letzten Mal, dieser Sprung hat mir exakt null Probleme gemacht. Das habe ich beim ersten Mal geschafft. Wo ist denn jetzt auf einmal das Problem? Ich traue mich einfach nicht, den Doppelsprung da wegzulassen, aber ich glaube, das wäre des Rätsels Lösung. Na gut, das war dann vielleicht noch ein bisschen zu früh. Ich frage mich echt, warum mir dieser Sprung beim letzten Mal überhaupt keine Probleme gemacht hat. Und jetzt ist er auf einmal die Höllenherausforderung. Das kann doch auch irgendwie nicht sein.
Jetzt haben wir auch irgendwie einen anderen Rhythmus hier, kann das sein? Komm, die Stacheln waren noch nicht draußen. Ohne Witz. Naja, jetzt habe ich einen Akku-Akku. Vielleicht hatte ich auch letztes Mal von Anfang an hier einen Akku-Akku oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Aber stimmt, jetzt gerade als wir hier angekommen sind, hatte ich ja auch einen Akku-Akku durch diese komische Passage davor. Ey, diese Doppelsprungmechanik. Also, dass dieser Abschnitt mich jetzt nochmal so lange aufhält, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und jetzt haben sie wieder einen Rhythmus, wo das alles überhaupt kein Problem hier ist. Seltsam. Ich nehme die Worte, wo das überhaupt kein Problem ist, hier in diesem Spiel nicht mehr in den Mund. Es wird immer direkt bestraft. Aber die haben auch jedes Mal einen anderen Rhythmus. So. Aber jetzt. Jetzt hoffe ich mal, dass ich den Rest hier hinkriege. Ja, sieht so aus. Und inklusive Diamant. Beide Diamanten jetzt im zweiten Durchgang bekommen. Es hat sogar relativ genau in eine Folge gepasst. Ja, ist nicht ganz ohne der Level. Gerade wenn man nicht weiß, was zu tun ist und man diese eine Passage da mit dem Druckschalter übersieht, hat man auch keine richtige Chance, ihn zu komplettieren. Aber es ist uns ja jetzt gelungen. Time Attack spare ich mir natürlich. Das heißt, beim nächsten Mal stehen noch zwei Secret Level an. Mit zwei Secret Exits im bereits schon gespielten Leveln. Doch das dann beim nächsten Mal. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.